Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS19 zu Wheel Farming, unser RP-Projekt auf der Konsole, auf der PS4. Ja, ein wirklich sehr tolles Projekt und macht es mega viel Spaß. Auch wenn schon die ersten Fragen, PS4 macht es sich blöde, PC macht es sich doch viel besser und sowas. Wir probieren es trotzdem auf dem PS4 und bis jetzt, ja, wir sind jetzt in der 23. Folge und bis jetzt funktioniert es wunderbar, auch mit der Party alles. Am Anfang haben wir ein paar Tonprobleme gehabt, aber man versteht uns mittlerweile alle tipptopp. Deswegen werden wir dieses Projekt auch fleißig weiter durchziehen. Angesetzt ist das Projekt wirklich bis zum nächsten LS-Teil. Wann der kommt, steht natürlich noch in den Sternen. Also deswegen, wenn euch das Projekt gefällt, dann supportet dieses Projekt. Lasst uns einen Daumen nach oben da an die neuen, lasst Abos da. Schaut bei Michel, bei Alex vorbei. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wird uns mega drüber freuen und damit legen wir weiter. Machen wir jetzt weiter. So, letzte Folge haben wir ja gedüngt. Jetzt werden wir mal fix unser Feld hier mit Pflanzenschutz bearbeiten. Ich hoffe mal, dass der Bürgermeister sich schnell meldet, zwecks, wie heißt das? Dem Feld mieten, pachten, pachten, nicht mieten. Das wäre ganz cool. Weil ich muss nämlich demnächst, oh, was heißt demnächst? Ich möchte ganz gerne auch zum LU rüber hemmen, zwecks mein Geld bezahlen, was ich dann noch zu bezahlen habe. Ich hoffe, das wird nicht zu teuer. Und ich muss ich beim LU abwaschen gehen. Wenn wir das Stück Wiese, was jetzt hier noch dran ist, das werden wir zur nächsten Saison auch mit umpflügen und mit nutzen für unser Feld hier. Was überdüngen, also doppelt mit Umpflanzenschutz bearbeiten, das ist nicht so wild. Wichtig ist, dass wir wirklich alles schön bearbeiten. Und hier kein Unkraut durchkommt, aber wir brauchen wirklich jeden Ertrag. Wie gesagt, ich würde ganz gerne da hinten auf dem Feld nämlich Sojabohnen raufhauen, das Feld ist schön groß. Sojabohnen oder Raps, das überlege ich mir noch. Raps, glaube ich, ein bisschen mehr Ertrag wie Sojabohnen. Für die Schweine. Dann sind wir nämlich quasi fast Selbstversorger. Brauchen wir, nee, haben wir alles da, dann haben wir Weizen, haben wir da, wir haben Raps da, die nee, Körner meist bräuchten wir noch. Da weiß ich noch nicht, ob wir uns da irgendwo noch was zugekauft bekommen. Gut, dann müssen wir uns halt so ein Körner meist, also halt den Rest als Schweinefutter kaufen. Weil ich glaube, der Hans wird ja seins alles häckseln lassen, was er hat an Mais. Und beim LU weiß ich gar nicht, nee, die Pflanzen, ich weiß gar nicht, obwohl, wenn, dann brauchen die es natürlich auch selber für ihre Schweine. Oh, da kommt schon der liebe Bürgermeister angefahren, aber der kann ja auch hierher laufen. Oh, haben wir mit unserer Dashcam fotografiert hier. Ah, komm, wir gehen mal einmal hin zu ihnen fix. Schönes Gerät auf jeden Fall. Oh, der kleine Fendt macht mich schon mal glücklich hier auf dem Hof. Rennen wir mal hin zum Falco. Da bist du ja schon, Falco. Na, Toni, lange nicht gesehen, ne? Nö, aber doch wieder kann. Mit dem Regen, das würde auch nicht besser werden, oder? Gut, er, morgen sagt er wieder Sonnenschein an, ne? Wird auch Zeit, ne? Ja, na, obwohl, die fühlen sich wohl, wenn es regnet. Hier schön matschig drin ist. Ja. Alle draußen. Ja, nur so wie es sein soll, ne? Gibt es irgendwann mal ein schönes Fest, wo so ein schönes Schweinchen nehmen, ne? Ja, es muss ja auch mal regnen, ne? Es ist schon für die ja, Felder ja nichts. Richtig. War lang genug trocken. Soll ja auch alles so anständig wachsen. Wir wollen ja auch einen guten Ertrag kriegen. Ja. So, wo fangen wir an? Fangen wir an bei Feld 29? Das hört sich gut an, ja. Gut. Also aktuell ist da ja nichts drauf, ne? Ne, wir können ja mal einmal hingehen.
Ja. Können ja selbst nochmal nachgucken mit. Oder uns selbst nochmal vergewissern, aber also Stand jetzt ist da definitiv nichts drauf. Ist nichts drauf. Und ich habe halt auch gehört von ihm, dass er da eigentlich auch gar nichts anlegen will. Er wollte das eigentlich ja nur noch als Brachland lassen, weil das für ihn einfach zu weit weg vom Schuss ist. Ja, aber für dich wäre es halt wirklich günstig, ne? Genau, der Bernd war das. Aber er hat ja auch schon gesagt, zur Not, ja, gibt er das an der Gemeinde ab, dass die das verpachten. Ja. Ja, oder für Cool. mich wäre es wirklich sehr günstig. Es ist nicht gerade klein und wie gesagt, ich brauche noch für Raps, Sojabohnen. Ja. Ich habe auch schon geguckt, das sind keine seltenen Pflanzen, das ist wirklich nur Unkraut, was hier steht. Ja, richtig. Nicht, dass hier Greenpeace kommt und sagt, da ist irgendwas mit, ne? Ja. Oder Greta hier zwischen sitzt und beten tut. So, also ich habe das geklärt auf der Gemeinde, es wären 5.500 im Jahr, was das an Pacht kosten Ja, würde. na, das hört sich auch gut an, die würde ich auch gleich bezahlen. Weil es relativ gutes Ackerland ist, schöne Ecke. Und ja. Dann hätten wir das nämlich gut 5.500 sagst geklärt. du. Ja, Moment. So, weil die Stadt so nett immer ist, machen wir mal 500 oben rauf. Fürs nächste Fest. Dankeschön. So, Ja. na, das ist doch schon mal schick. Dann kann ich ja hier, wenn ich Hätten wir mein das Unkraut weg habe, kann jetzt. ich hier gleich meine Sojabohnen raufhauen. Genau. Sehr schön. Kannst du bewirtschaften. Ja. Ne? Und wenn das dann nächstes Jahr, übernächstes Jahr wegen dem Kauf oder so, dann ja. Ja, na, dann melde ich mich, ne? Das ist ja. Sollte nach aktuellem Stand eigentlich der Sache nichts im Wege stehen. Es gibt niemand, der jetzt so ein Interesse daran Ja, bekundet ich sag mal, hat. das ist auch sehr egal, ob das fürs LU oder für Hans ist, das ist einfach zu weit weg. Und wie gesagt, deswegen hat der Bernd es ja auch abgestoßen. Richtig. Deswegen hat er mir ja auch schon Ne? damals günstig das Land da hinten verkauft, was im Wald ist, dieses ganz am Rand da. Ja. Er sagt, da kann er eh nichts anbauen, was soll er damit? Deswegen hat er mir das verkauft, weil das nutze ich ja als Verladefläche und da will ich die ersten Bäume stellen. Jo. Gut. Hat man das erstmal geklärt? Kann man einen Haken hintermachen? Jetzt hattest du mir noch was gesagt wegen Feld. Ja, müssen wir einmal kurz ein kleines Stück gehen hier, auch bei diesem Scheißwetter. Ja. Trink mal nachher Das noch einen handelt sich Kaffee. um Feld 8. Da lang müssen wir. Wie gesagt, du hast das Feld ja an Hans und seinem Vater verpachtet. Die 10. Genau, du hast die 10 verpachtet und sie haben ja letztens auch Gras gesammelt schon. Ja. Das Problem ist, ich kann mir schon vorstellen, wer von den beiden das war. Einer ist mir auf jeden Fall in meinen Weizen gefahren. Es ist nicht viel, aber ich brauche halt jedes Körnchen und alles an Stroh halt für meine Hühner, ne? Für meine, ja, für die Ja. Hühner und die Schweine. Also das war ich ja, das war, da hatten wir das Problem mit der Pflegebereifung. Das ist nicht so wild. Da müssen wir, Ja. da muss ich leben, dass das nicht funktioniert hat. Da habe ich mich ja mit dem Händler drauf geeinigt, dass wir da vom Händler eine kleine Entschädigung für bekommen. Das muss ich mal selbst hier. Also hier wurde regelrecht mit Träger reingefahren und gewendet, wie man sieht. Ja, Das die wäre Wiese dieses ist auch Stückchen und hier ganz abgemäht. oben an der Ecke ist auch noch was. Das sind also immer zwei Stellen, hatte ich jetzt gesehen gehabt. Ja. Ja, hier hinten ist noch was. Ja. Das ist jetzt nicht so viel, das ist jetzt, wenn das jetzt nur dieses Stück gewesen wäre, das wäre jetzt nicht tragisch gewesen, damit hätte ich leben können. Aber Aber das da Stück da wird vorne ist dieses doch schon Dach recht auch groß. erwischt, ne? Und wie gesagt, Ja. der Hans und der Brat waren hierbei beim Abfahren. Also ich habe auch die Ja. Vermutung, weil dieses Ende hier hinten hatte der Brat gesammelt, dass der da vielleicht reingefahren sein wird. Gut, wer von Okay. den beiden nun war, ist im Endeffekt ja egal, weil es ist ja nun mal da. Ja. Okay, also dazu kann ich sagen, dass der liebe Hans aktuell bei seinem Vater auf dem Hof mit aushilft, weil die haben ja jetzt hier soweit erstmal alles fertig gemacht, ne? Und so wie ich mitbekommen hatte gestern, ist der liebe Hans, wie gesagt, aktuell bei seinem Vater. Ja, mitgekriegt habe ich da auch was. Also zumindest beim letzten Stammtisch habe ich da was gehört, dass er für ein paar Tage beim Berat aushilft. Genau. Also ich würde, wenn er wieder da ist, sobald er zurück ist, würde ich da mich drum kümmern um die Sache, ne? Ja, das hört sich doch gut an. Ich habe mir es auf jeden Fall mit notiert. Ich weiß gar nicht, ob an dem Feld was zu sehen ist. So gut, wenn ich noch was finde, dann sage ich Bescheid. Ja, gib's da einfach noch mal kurz Ja, nein, ich durch. mache es ja auch nicht mit Absicht. Also wie Ne? gesagt, das ist mir jetzt auch nur durch einen doofen Zufall aufgefallen, weil ich gerade mit diesen kleinen Drohnen rüber geflogen bin. Man muss ja gucken, ob irgendwo noch Unkraut rauskommt. Sieht man ja nun mal nur am besten von oben und da habe ich das halt gesehen. Ja. Nee, habe ich mir mit aufgeschrieben, ne?
Das ist ja jetzt was anderes wie beim LU. Ja, gut, das ist ja auch ein Ich bisschen würde doll da, ne? sagen, hier ist es wirklich relativ offensichtlich. Na, vor allem hier ist Ja. ja auch kein anderer Weg irgendwie dazwischen, zwischen die Felder, wo man sagen könnte, da ist jemand drüber, sondern das wird schon. Naja, hier grenzt ja gleich Feld an Ja. Feld. Nee, das kläre ich auf jeden Fall ab und gebe dir da Bescheid, Ja, ob na, das. das wäre auf jeden Fall cool. Ja? Gut, hätten wir das auch geklärt. Ja. Ansonsten hätte ich jetzt noch was. Und zwar hattest du mir angeboten, dass ich mal ein bisschen Strom mitnehmen kann. Ja, das kannst du auf jeden Fall machen, habe ich ja Und du gesagt. mir ja ein Stück vom Feld vom Hafer geben willst, wenn es denn dann Genau, soweit also dieses ist. Jahr wird es nichts, aber nächstes Jahr auf jeden Fall. Also dieses Jahr habe ich ja Ja. jetzt Weizen überall angesät. Ich wusste, dass du dir Pferde holst, weil eigentlich hattest du ja erst gesagt, du holst ein paar Hühner. Deswegen hatte ich extra mehr Felder mit Weizen angebaut, weil ich die Hintergedanken schon hatte. Aber gut, dann nächstes Jahr auf jeden Fall, wie gesagt, machen wir eins von den zwei Feldern mit Hafer. Ja, weil mir geht es jetzt darum, ich habe ja oben bei mir kein Silo Ja. und habe jetzt im Hänger vielleicht noch 12.000 Liter Hafer. Die würde ich gerne bei dir zwischenlagern. Du, das ist kein Problem. Kipp die rein ins Ja? Silo. Komm mal ran mit den Träger. Wir hoffen mal, dass es diesmal funktioniert. Letztens mit dem Klausi hat es komischerweise. Nein, ich bin Klausi mit dem Bierlord. Da war noch der Bierlord da. Hat es nämlich nicht funktioniert. Ich teste es mal aus, ansonsten übergebe ich dir das Steuer. Hast du eigentlich schon mal von Ne? dem mal wieder was gehört? Von dem Bierlord? Nee, gar nichts. Ich auch nicht mehr. Lebt der überhaupt noch? Ja, und ich habe über Dritte gehört, obwohl da muss man halt auch immer vorsichtig sein, ne? Dass er nicht so wirklich gut auf unsere Region zu sprechen ist. Also so, ich Na, das weiß hatte ich nicht auch schon was. mitgehört. Das haben die Älteren hier über den Ja. Stammtisch geredet, dass er halt, ja, uns so ein Ja. bisschen oder die Gemeinde dafür hinzieht, dass er halt hier weg musste, ne? Na, der kommt mal rangefahren hier auf dem Mieter. Auch ein schickes Gespann, muss man schon mal so sagen. So, das funktioniert schon mal. Da weiß ich, was Und brauchst du Stroh ungefähr für hast du deine das auch Pferde an mit Stroh? drin? Ja, das ist auch hier drin. Also 16.000, also knapp 17.000 sollten jetzt noch drin sein. Ja, ich denke, ich brauche nur 5.000 oder so. Würde ich jetzt grob schätzen. Na gut, ich denke mal, bis zur Ernte von den Schweinen, bis zur Weizenernte brauche ich auch nur noch einmal meine Schweine auffüllen. Dann Ja, hole nimm ich dir mit, nochmal alles was. gut. Na, wenn es jetzt so regnet, würde ich sowieso nicht so viel reinmachen. Nee, das Weißt stimmt du? wohl. Funktioniert ja. Ja. Ja, da kommt das gute Zeug. Ah, so. Ja, gut. Genau, Scheiß. Guck mal, was reinpasst und den Rest bringe ich einfach wieder und stelle So. dann bei dir wieder Plan ein. haben wir Ne? festgemacht, kannst losfahren. Würde ich sagen. Ja, so machen wir das doch. Gut. Ansonsten gibt es erstmal nichts weiter. Nö, also ich habe alles geklärt. Also bei mir ist alles durch erstmal. Und ja. Was ich auf jeden Fall von wegen, was du gerade angesprochen hattest, wegen Bierlord, er wurde aber nochmal hier gesichtet, ne? Ja. Okay. Aber Ja, ich hab ihn kann. nicht mehr gesehen. Also gut, ich muss auch sagen, ich hatte mit ihm auch keine Schwierigkeiten oder so. Ja. Aber ich habe ihn ja noch nicht lange getroffen, weil ich, wie gesagt, ich bin ja nun wirklich erst neu hier. Ja, Aber also so wie der ich Hans und so, die sagen kannten ihn kann. halt schon länger und die sagten, eigentlich soll er. Ja, ist halt ein Problemmensch soll er gewesen sein, ne? Ja, Kann ich halt schlecht also beurteilen. irgendwas. Gut, ich habe ihn halt mitgekriegt, wie ich da war. Die zweimal oder dreimal, die ich ihn jetzt getroffen habe, hat er sich immer ziemlich betrunken angehört. Nee, müssen wir mal. Ist auf jeden Fall mit auf dem Schirm. Bei den ganzen Sachen, die sich jetzt hier immer mehr häufen. Ja, na, das In ist ja. dieser Region und alles, ne? Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall habe ich mal so mit, letztens mit Klausi und mit dem Alex drüber geredet, über den Verdacht, dass auch ich selber mit reingezogen wurde, oder wir werden, ne, oder das in Betracht gezogen Ja. wäre, hat Alex und Klausi auch gesagt, das ist doch völliger Schwachsinn, du nimmst dir doch nicht ein Waldstück, was nochmal etliche Kilometer vom Sägewerk entfernt ist. Also so blöd kann ja eigentlich keiner sein. Ich sage ja, aber man Toni, ist halt erstmal mit drinnen, ne? so unter uns, vielleicht sollte es ja auch einfach nur so aussehen, Ja, ne? Dass wer du weiß da es ja. was mit zu tun hast. Vielleicht Wer sollte weiß das es ja genau. beabsichtigt so, ne? Aber Diese mehr kann Vermutung ich habe ich halt auch schon, dass erstmal. da einer ja mir ans, sozusagen ans Bein pinkeln will.
Also es gingen auf jeden Fall schon viele Hinweise ein, ne, von Bürgern. Und ja, schauen wir mal. Bleibt Aber spannend. eins muss ich jetzt Ne? mal nochmal sagen, so Falco, ne? Ich weiß ja, du arbeitest ja für die Gemeinde, aber müssen auch die nicht Nummernschilder dran haben? Also, oder hast du das verloren? Okay, ich würde mal sagen, du fährst einfach weiter. Ja. Gut, ich muss auch mein Wünschst du Feld noch zu einen Ende schönen machen. Tag? Vielleicht sieht man sich noch mal, ne? Ja, vielleicht, ne? Wer Wie weiß das so gesagt, ich genau? würde unverbindlich dann, wenn ich das nächste Mal in der Nähe bin, das restliche Stroh wieder hier reinkippen. Ja, Ne? kein Guck, dass sie Problem, nichts alles klar. da ist. Ne? Weißt Gut, du Falco, Bescheid. dann noch einen schönen Jo. Tag, ne? Selbiges. Tschüss. Ciao. Ja, der Polizist, ne, fährt hier ohne Nummernschild durch die Gegend. So, wir waren beim Düngenstell, beim Unkraut vernichten stehen geblieben. Ich muss mich nicht beeilen, weil der Alex braucht das Ding ja auch noch. Ja. Wie gesagt, dann kann ich nämlich mein Feld anfangen mit Sojabohnen zu besehen. Dann gehört das Feld nämlich mir. Oder was heißt mir? Ist es gepachtet? Bezahlt ist es ja schon. Bevor wir dann wieder weiter mit Forst machen, machen wir natürlich das Feld fertig. Ist natürlich logisch. Ich denke mal, wenn wir das Feld dann kaufen zum nächsten Jahr hin, werden wir hier draus ein großes Feld machen. Da werden wir diesen kleinen Mitstreifen wegmähen. Dann haben wir ein großes Feld. Also ein, zwei Jahre werden wir auf jeden Fall noch na, Landwirtschaft machen. Wie gesagt, ich habe es ja letztens angesprochen. Ob wir vielleicht einen anderen Weg gehen und dies und das. Aber wir schauen einfach mal. Was ihr da so eure Meinung dazu ist. Ja, aber den Bürgermeister, die müssen wir uns halt ein bisschen warm halten. Ich meine, bei Polizisten, ich weiß nicht, das wird immer so sein. Ich glaube, ich werde mit dem Polizisten hin und wieder immer wieder anecken. Aber im Bürgermeister, den werde ich mir warm halten. Auch wenn der Bürgermeister, der unser Polizist ja ist, der Bürgermeister der zwei Ämter inne. Ich weiß zwar nicht, wie das geht. Gibt wahrscheinlich eine doppelte Pension. Pension, die Pension, Pension. Ja, doppelte Rente. Weiß ich nicht genau, wie das funktioniert. Aber ist auch nicht blöd. Dann kriegt ihr natürlich ein bisschen mehr, ne? Naja, lassen wir uns mal drüber überraschen sozusagen. Wie sieht der Fan? Ich glaube, ich brauche ein kleines Gewicht für den Fan vorne. Sieht immer so leicht nach links rüber. Was ich würde halt ganz gerne mit Sachen kaufen warten, bis der Klausi da ist. Das macht sie einfach besser. Weil der Klausi da doch andere Preise macht, als wenn wir das jetzt über den. Na, über ihren Vertrieb machen. Weil wenn die ja nicht da sind, haben wir ja diesen Online-Service, den wir oder den Telefonservice, den wir anrufen und die bestellen das. Und die haben einfach nicht so eine Preise, wie der Klausi uns die macht. Das ist halt der Nachteil daran. Deswegen warten wir lieber, bis der Klausi wieder da ist, weil der Klausi ist wirklich krank, den hat es auch wirklich böse erwischt, der ist wirklich erstmal ein paar Tage ja, außer Gefecht gesetzt. Den hat es wirklich böse mit Grippe auch erwischt. Aber auch das gehört dazu, ne? Sind ja alles nur Menschen. Auf jeden Fall haben wir dann unser Feld fertig. Wir brauchen nur noch. Ne, ich glaube, wir brauchen nicht mal mehr runterfahren. Wir sollten eigentlich alles erwischt haben jetzt. Zumindest haben wir alles niedergemäht, was da ist. Ich bin auch der Meinung, wir hatten schon einmal Unkrautvernichtungsmittel draufgehauen. Ich weiß nicht, warum das hier durchkommt. Ich weiß es einfach nicht. Aber ist ja nicht so wild. Wir haben es ja da. Problem ist dadurch, dass ich ihn halt für Alex gesagt habe, er kann sich den wegholen und wie er den Deal gemacht hat, die machen ihn wieder voll. Ja, werde ich den auch mal voll machen. Ich denke mal, den werden wir nachher noch mal zum Alex rumfahren, dann stellen wir den da schon mal hin. Dann hat er den schon mal da. Warum will er ihn jetzt nicht voll machen? Ist doch der richtige.
Klausel voll gemacht, das Wasser. Warum kriege ich ihn jetzt nicht betankt? Okay, ich glaube, ich weiß warum. Muss ich den Alex Bescheid geben? Aber gut, meine lieben Freunde, damit bin ich am Ende von dieser Folge angekommen. Wenn euch die Folge wieder gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Schreibt mir wieder gerne in die Kommentare, was ihr jetzt von den Deals so haltet, die wir jetzt mit dem Bürgermeister gemacht haben. Auch mit dieser kleinen Sache, dass ich quasi jetzt den Hans oder den Brat halt ein bisschen ans Bein pinkel wegen meinem Feld. Aber ich glaube, es würde jeder machen, weil es ist nun mal Ernteverlust, den man einfährt. Es ist zwar nicht viel, aber es ist immer das, was fehlt. Das ist halt blöde. Ich muss es halt machen, weil ich bin wirklich auf jeden Cent angewiesen, den, oder auf jedes Körnchen angewiesen. Ich brauche es für meine Schweine, ich brauche es für die Hühner, ich brauche das Stroh. Ja, ich glaube, wer es nicht machen würde, der wäre blöde. Ja, wie gesagt, damit sind wir am Ende von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst gerne einen Kommentar da, würde ich mich auch drüber freuen. Schaut bei Michel, bei Alex vorbei. Die freuen sich auch immer, wenn ihr vorbeischaut. Und wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da. Supportet das Projekt, würde uns mega drüber freuen. Und damit bin ich raus und sag, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.